Ja, und auch an dem Ort, der wie kein zweiter für den Vernichtungswahn der Nazis steht, in Auschwitz, finden heute Gedenkveranstaltungen statt. Aus aller Welt sind junge Menschen nach Polen gereist, um am sogenannten Marsch der Lebenden teilzunehmen. Der findet nun schon zum 30. Mal statt und doch ist diesmal etwas anders. Nathalie Steger. Es ist das Gedenken an die Opfer der Gräueltaten der Deutschen in Auschwitz. Auch die Präsidenten Polens und Israels marschieren gemeinsam. Doch ein Zwist zwischen beiden Ländern über Polens neues Holocaust-Gesetz wird auch hier zum Thema. Es war nie die Absicht der polnischen Politiker, geschichtliche Zeugnisse zu blockieren mit der Regulierung. Nach dem neuen polnischen Gesetz droht demjenigen eine Gefängnisstrafe, der faktenwidrig Polen die Mitverantwortung für Nazi-Verbrechen zuschreibt. Antisemitische Verbrechen von Polen sollten wohl künftig totgeschwiegen werden, hieß es in Israel. Wir verlangen von Polen eine verantwortungsvolle und umfassende Untersuchung des Holocausts. Es darf immerhin als Zeichen der Annäherung verstanden werden, dass beide hier zusammen gedenken. Auschwitz. Mehr als 1 Million Menschen haben Deutsche hier gefangen gehalten, gequält und grauenhaft getötet. Auschwitz steht weltweit für eine Maschinerie des Mordens, ein Ort der deutschen Schuld. Aus der ganzen Welt sind Tausende gekommen, um am Marsch teilzunehmen, an einem Ort, der für Vernichtung steht. Leon Schwarzbaum, 97, wurde mit 21 nach Auschwitz deportiert. Seine Eltern starben hier, berichtet er Jugendlichen. Wut und Trauer, beides. Meine Eltern waren unschuldige Menschen, sind ermordet worden, ohne Gericht. Ich habe ehrlich gesagt ein Kloß im Hals und versuche, meine Tränen zu unterdrücken. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, Herr Schwarzbaum, 21 Jahre, ich bin auch 21 Jahre. Ein Zaun muss konserviert werden in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Und es ist für die jungen Leute aus Deutschland wichtig und doch beklemmend, dass sie als Deutsche dabei helfen. Die Azubis wie Maren wollen dagegen kämpfen, dass der Terror im Lager jemals vergessen wird. Wir stehen hier irgendwie und wissen, dass hier sogar ja Menschen sich selbst das Leben genommen haben, weil sie ja in den Stromzaun reingelaufen sind. Wie verzweifelt müssen diese Menschen gewesen sein, um in diesen Zaun zu laufen? Und ich meine, wir stehen jetzt hier und vielleicht hat jemand hier sein Leben verloren. Kann ich nicht beschreiben. Viele junge Menschen sind gekommen, wollen auch nach vorne schauen, ein Zeichen setzen gegen Fremdenfeindlichkeit in Europa.